Ja, da sieht man ein bisschen mehr, wo man was craften kann. Construction Shop, Personal Base. Wo stehe ich im Weg? Komm, geh ran. Crossbows. Repeaters. Makeshift Repeater, das können wir bauen, aber da brauchen wir diese Leather Straps für. Scraps. Wo kriegen wir diese Leather Straps? Scraps her. Roughwood. Roughwood Thick. Hunting Bow. Einfach bauen wir die fetten Bäume. Ach, hat er schon alles abgebaut. Den hat er wahrscheinlich auch schon abgebaut, war? Ne, den noch nicht. Wachsen hier eigentlich nach, oder? Ne, da kann man nichts mitmachen. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen durch die Gegend. Also jetzt haben wir unsere eigene Basis ein bisschen kennengelernt. Obwohl auf der anderen Seite müsste ich natürlich erstmal auch wieder ein paar Sachen craften. Also war ein bisschen schwierig hier. So, den wollte ich einmal craften. Kann ich immer noch nicht, weil mir da immer noch Roughwood fehlt. Was? Is an item in rent, it can be obtained by harvesting animals using RMB. Ach so. RMB, das erinnert mich dann an RMB. Also kennt ihr ja vielleicht RMB, die Musik von denen damals? Habe ich mir sehr gerne gehört damals. Also muss ich gleich sehen, dass wir, wenn wir Tiere jagen, dass wir die mit der rechten Maustaste auseinandernehmen, nicht mit der linken oder rechten. Mit der linken meine ich. So, jetzt haben wir Roughwood. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man halt mit beiden Mausknöpfen, dass man da unterschiedliches craften kann oder unterschiedliches harvesten können. So. Na, du kleines Schwein. So, dann machen wir mal den Hunting Bow. So. Leather Straps, da haben wir es. So, was kriegen wir raus, wenn wir Linksklick machen? Da war jemand noch ein. Sch oh, da ist noch der Dicke hier. Machen wir den? Versuchen wir den mal? Wir versuchen den mal. Hey, hey, hey. Hab dich. Missvieh! Missvieh! Hast du nicht anders verdient. Da kriegen wir Leather Straps raus und hier kriegen wir Wolf Chup. Also mit links kriegen wir Fleisch hauptsächlich raus und mit rechts kriegen wir dann Leder raus. Okay. Dann machen wir ein bisschen mehr Leder. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Mit Rechtsklick machst du Leder, mit Linksklick mehr Fleisch. Denkt ihr daran, immer eure Sparks an den Research-Stein einzusetzen? Ja, natürlich. Ach so. Wir nutzen die Totems. Also, wenn ich wüsste, was Totems sind. Also, ich meine, was Totems sind, weiß ich natürlich, aber wo man hier die einsetzen kann, etc. Aber wir holen uns erstmal ein paar von diesen Lederstripes, weil ich glaube, da brauchen wir eine ganze Menge von. Übrigens, danke, Frankie, dass du das mal rausgesucht hast eben. Sehr nett. Na komm. Na komm, du schaffst es. Schaffst es. Na komm. Na komm. Muss nicht so weit laufen. So. Ich muss hier irgendwie mal die Tasten mal umlegen. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Finde ich aber auch blöde, dass man da wirklich nur diese Lederstreifen rauskriegt. Weil wie wahrscheinlich ist das bitte?
Warum wechselt er jetzt nicht auf die Waffe? Doch jetzt. Wir können natürlich mal versuchen, diese Großen gleich zu killen, aber dann müssen wir uns einen besseren Stand versuchen. Ich bin froh, dass du verstanden hast, was da stand. Ich habe nur Ramphin Leather Straps gegoogelt und Copy-Paste, was da stand. Ja, sorry, die so. Alles gut. So, ranziges Fleisch haben wir noch dabei. Wir müssen mal bei ihm hier gucken. Den würde ich ganz gerne noch erlegen und den wollen wir ganz gerne noch mal erlegen. Ah, ich habe immer die falschen Tools, die ich hier aktiviere. So. Bloody Backpack. Kriegen wir den von hier oben geknackt? Prima. Oh. Ja, das ist aber geil, der Bogen, muss ich sagen. Der ist wirklich gut. So. Kriegen wir sonst noch raus? Wolfang. Also seine Krallen, glaube ich, heißt das übersetzt. Die läuft weg. Feige Sau. Hey, hat er verbuddelt sich? Was bist du denn für einer? Ich krieg dich schon noch. Weiß noch nicht mal, was das für ein Knilch ist. Oh. Ich glaube, mit dem sollten wir uns nicht anlegen. Wir können es natürlich gleich mal versuchen. Werden wir einfach... Ach, fuck. Mal von hier oben oder so, da kommt er ja nicht so einfach rauf. Aber ich weiß nicht, wie viel der frisst. Aber wir haben noch 200 Pfeile, also eigentlich sollten wir den geknackt kriegen. Oh, Alter. Ach, Mist. Mensch. So nicht. Oh. Hab dich. So, kann ich jetzt endlich mal mein Tool wieder wechseln? Was bist du eigentlich für ein Viech, sag mal? Frabbit? Was? Was für ein Gland? Ne. So, da können wir mal gucken, ob wir vielleicht diesen Dicken mal kriegen hier. Ob das Sinn macht oder ob wir uns damit gleich was einbrocken. Eher das. Aber wenn wir von hier oben schießen, dann könnten wir vielleicht den Dicken vielleicht mal erlegen. Mal gucken. So, wo ist der Decke? Da ist er. Oh, da kommt hier ja hoch. Boah, Alter. Tschüss. Ich bin sowieso gleich tot, wie es aussieht. Deep Wounds, ja, das wird es dann gleich gewesen sein. Ich glaube, das war ein Fehler. Also macht euch schon mal bereit. Scheiße. Oh, der ist immer noch unterwegs. Mist. Scheiße, macht euch bereit. Oh ne, jetzt hat er gerade nachgegeben. Warte mal, haben wir hier noch. Poppy fehlt uns, ne? Poppy, Leather Stripes, Rough Fiber haben wir. Gold Poppy haben wir noch nicht. Poppy, haben wir hier Poppy. Ah, wir sind sowieso gleich tot. Das war's. Wir fallen gleich um. Bevor ich das gecraftet habe, war es nämlich gleich schon wieder. Na, das war's gleich. Ah, yes. Verdammt. Ja, ich hatte die Hoffnung, dass er an dem Felsen hängen bleibt. Scheiße.
Fest. Merkst du, das war ein Fehler, diese Effekte mit einzubauen. Ich find's witzig. Da freut sich der Muff. Oh, da ist er. Muss aufpassen, da ist gleich wieder dieser große Wolf da, dieser fette, eklige. Bist du denn da hinten? Bist du auch noch so einer von diesen Riesenviechern? Ja, bist du. Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass der vielleicht an dem Felsen hängen bleibt oder so. Das, da hatte ich so ein bisschen Hoffnung. Und wie immer wurde ich enttäuscht. Ich glaube, wir sollen uns auch mal von den Bandagen noch ein paar Mal herstellen. Dass wir mal ein paar Bandagen haben. Jo, einmal take it all. Wir sind auch gleich voll, muss ich sagen. Da ist aber die Bandage drin, weißt du? Craft all them. So. So, dann holen wir uns mal den Dicken. Also nicht den Dicken, sondern hier den... diesen komischen Wolf, der hier eben noch rumlief. Achso, und wir wollten, was ich auch noch gucken wollte. Dass wir uns ein bisschen was zum Trinken, dass wir uns da was herstellen können, nämlich diesen hier, diesen Rough Hide Water Skin. Den habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nicht. So, den haben wir jetzt auf 1. Den habe ich jetzt auf 1. Kann ich den auf 1 füllen? Ne. Drink up. When you drink from a watering hole, you automatically fill all your water skins. Keep an eye on them through. Because they leak over time. Achso, okay. Die verlieren also mit der Zeit Wasser. Und es wird automatisch gefüllt, wenn wir ein bisschen was trinken. Aber da wird auch nicht angezeigt, dass er jetzt voll ist, ne? Na, schade eigentlich. Schade eigentlich. So, was brauchen wir alles noch? Utility Container. Then Leather Strips. Die können wir mal craften. Dafür brauchen wir noch Flint, Rough Wood und Fibers. Woodlocks, okay. Mein Fehler wäre es, den Cooldown rauszunehmen. Dann bekämst du das in der Dauerschleife zu hören. Ja, deswegen habe ich ja genau auch diesen... Achso. Deswegen habe ich ja auch erst den Cooldown reingepackt. Ich weiß schon, wo ich gewisse Sachen tue. Bei manchen Sachen weiß ich das. Was? Was? Warum? Ich habe doch nichts gemacht. Hey, du Missvieh. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe dich nicht angegriffen. Aber ich meine, du kannst natürlich, wenn du möchtest. Ich habe ihn wirklich nicht angegriffen. Es kann sein, dass ich den aus Versehen mit der Axt getroffen habe, als er so nah rankam. Das kann natürlich sein. Aber dafür kann ich nichts. Das war so nicht gewollt. Lieber noch ein paar Thin Leather Straps machen. Mach ich mal mit meinem Laufen hier. Schön in die Fresse geschossen. Holz. Ganz schön schlauer Bursche. Ja, manchmal habe ich so meine... Wenn ich denn gemeint war. Na, aber so gewisse Sachen, da weiß ich ja, das ist ja auch nur logisch, da weiß man ja natürlich auch, dass sie... wenn man... jetzt? Gerade so mit den Sounds oder was, da kann man das natürlich nicht übertreiben. Da braucht man einfach einen Cooldown dran. Das nützt ja mal alles nichts.
Ist ja auch nicht böse gemeint, aber wenn natürlich dann da so 10, 20 Leute gleichzeitig denselben Befehl geben, dann macht das auch wenig Sinn. Aber deswegen versuche ich dann ja auch. Deswegen versuche ich dann ja auch immer verschiedene Sounds oder sowas einzufügen. So, da haben wir immer noch das. Ich wollte eigentlich auf die normale Axt wieder rauf. Muss mir echt mal hier. So. Ja, jetzt haut er ab oder was? Ist klar. Nee, das muss schon mit Cooldown sein. Das ist genauso. Es gibt einige andere Sachen, die auch mit Cooldown belegt sind. Das muss schon sein. Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt hier diese Sichel nehme, kann ich da ein bisschen mehr harvesten? Da kriege ich Raw Fibers raus, okay. Und wenn ich Linksklick mache, dann kriege ich diese Wassermelonen raus, aber auch mehr davon. Das wollte ich mich eigentlich ausprobieren, ob man da auch mehr Wassermelonen rauskriegt. Okay. Level up. Na? Oh, und da ist wieder so ein Digger. Den gönnen wir uns auch mal gleich. Müssen wir erstmal die Waffen wieder umstellen. Ich kriege das immer nicht gebacken hier. Pet Rating 31. Die können wir nachher auch tamen. Also da können wir nachher, ich weiß nicht, wie viele Tiere man haben kann. Die kann man nachher auch tamen. Frage ist nur, wie man die tamen kann. Wahrscheinlich erst, wenn man das entsprechend gelernt hat. Sounds, ja. Genau. Also in der Sounds, deswegen hatte ich das mal zweigeteilt. Einmal die normalen Commands und dann halt, habt ihr halt den Sound für RIP, Sad, Bad Joke und Shock. Sad wäre tatsächlich dann so ein Ding für Heul doch oder sowas. Naja, geht so. Also muss man mal ausprobieren, ob dir das genügt. Aber da kommen sowieso noch ein paar Sounds dazu, davon abgesehen. Da arbeite ich noch dran, wenn ich dann mal Zeit habe und die vernünftigen Sounds dazu gefunden habe, dann können wir es mal machen. Alter, dauert aber auch mal, bis er die Waffe auswählt, ne? So jetzt. Und dafür gehe ich mal nur ganz kurz einmal antippen, damit das geht. So. Also so ein großes Schwein da hinten. Ah ne, es ist ein. Ah ne, doch nicht so groß. Ich dachte, es wäre noch wesentlich größer. Oh. Kriegen wir auch das anderes raus? Ne, das ist also egal, welches Tool wir nehmen. Man kriegt, glaube ich, immer das gleiche raus. Okay. Auch gut zu wissen. Kann ja auch sein, dass es von den Werkzeugen als solches abhängig ist. Aber hier ist auch so viel von dem Zeug. Kann ich nicht, will ich nicht, soll ich nicht? Hallo? Geht nicht, keine Ahnung. So, mal gucken, ob wir jetzt noch was Vernünftiges, einmal was essen können. Das sowieso. Können eigentlich mal alles wegfuttern hier. Das hat ja sowieso kaum Effekt. Retribution of the Gods. So.
So. Eins scheint tatsächlich leer zu sein. Also unser kleines Säckel. Machen gleich mal was futtern. Oh, was haben wir hier denn noch Schönes? Stick Basket. Stick Basket. Da haben wir noch davon ein bisschen. Das können wir mal droppen. Was ist das hier? Frabbit Adrenal. Was? Moved Speed Increasement by. Okay. Was weiß ich. Das können wir mal droppen. Frabbit Ear. Also ein Ohr. Ein schönes Ohr. Ja, toll. Health 25. Inventory Slots 4. Davon haben wir 3 Stück. Mulch haben wir hier. So, dann haben wir sowieso noch Thin Leather. 79 Pfeile, ein bisschen Salz haben wir dabei. Na gut, wir können natürlich mal jagen gehen. Ja gut, wir müssen natürlich dann auch erstmal wieder Salz organisieren. Eine Mine haben wir auch da oben. Fragen wir bei Mario Schröber nach. Der hat bestimmt 100 Sounds eingebaut. Das glaube ich gern. Ich finde sowas auch mega witzig. Wenn es ja nicht übertrieben wird, und das ist nämlich nachher der Punkt, wo wir wieder bei den Cooldowns sind. Wenn es nicht übertrieben wird, dann kann man sowas nämlich auch schön machen. Ich will das noch ein bisschen verfeinern, aber da werde ich noch nicht so allzu viel verraten. Obwohl, naja gut, ob ich es verrate oder nicht, ist eigentlich egal. Ich wollte da vielleicht noch mal ein paar Stimmen oder sowas reinsetzen oder vielleicht meine eigene Stimme noch mal bearbeiten, das dann reinstellen, das muss man mal sehen. Aber da muss man jetzt mal was zu einfallen, beziehungsweise muss man auch erstmal was Sinnvolles haben. Aber ich denke mal, das ist nicht so das Problem. Na, mal gucken, mit Mario werde ich dann auch bald zusammenspielen, spätestens beim Charity-Event. Seven Days to Die, also das steht auch an im September. Da haben wir wieder ein neues Charity-Event und da wird es wieder spannend. So, habe ich noch das Säckel, hatte ich noch dabei. South of Poppy. Ach ja, Wasser brauchte ich da ja auch noch für. Richtig, das wollte ich auch noch gecraftet haben. South of Poppy. Poppy. Kann ich Poppy eigentlich auch mit dieser Sichel abbauen? Garantiert, ne? Da kriegen wir doch garantiert noch ein bisschen mehr Poppy raus. Bloody Backpack. Da können wir wahrscheinlich eher aufgespült werden mit dem Blood. Mit dem Blood. Da kriegen wir Raw Fibers. Da kriegen wir die einzelnen Pflanzen, okay. Skill up! Killen für einen guten Zweck ist immer gut. Auch wenn das ein bisschen im Widerspruch steht. Ja, ist es so. Guck mal, hier haben wir auch gleich einen Campfire, dann können wir da auch hier ein bisschen was braten. Haben wir hier, hatten wir hier noch ein bisschen Fleisch? Ein bisschen Fleisch hatte ich sogar noch hier, dann können wir nämlich gleich ein bisschen was braten. Wo habe ich denn das normale? Split. Machen wir mal, was? Ach, er ist ohne Gang, alles klar. Ich wollte schon sagen, er greift uns jetzt an. Da haben wir 2. Das packen wir da an. Das können wir droppen. Haben wir noch mehr Fleisch dabei? Nope. Okay. Wie kriegen sich das gerade 2? Wer ist jetzt der Gute und wer ist der Schlechte? Ich würde ja gerne. Würde ich ja, aber. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Das sieht mir nämlich nicht danach aus, als wenn das. Äh.
Mich greifen sie nicht an, also ist alles gut, aber. Wer ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung. Ich verpiss mich. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. So, ein bisschen Fleisch. Bisschen Fleisch, das können wir gleich mal droppen. Können wir das hier auch wegschmeißen? Können wir nicht. Hier geht das wieder raus. Okay. So. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ist das so eine Art Quest oder so, die sie auslösen oder wie oder was? Aber das sieht mir nicht danach aus, als wenn das ein NPC oder sowas ist. Das schließt sich mir nicht, ehrlich gesagt. Was? Oder was kommt? Das erschließt sich mir noch nicht so, was das hier zu bedeuten hat. Das, als wenn das irgendwie eine Quest ausgelöst worden ist und dass man das hier in einem bestimmten Areal, dass man da irgendwie kämpfen muss oder so. Ich weiß nicht. Jetzt ist es auch weg. Keine Ahnung. Doch. Ist wieder da. Ist ja merkwürdig. Das ist äußerst merkwürdig. Oh, da ist noch so ein dreckiger Wolf. Oh. Wo war das Schwein? Das ist nicht denn. In die Schnauze. Ist. Na, wo kommst du raus? So. Ich glaube, ich gehe mal wieder so langsam zurück. Killen für einen guten Zweck. Ja, killen für einen guten Zweck. Mafiosi, es gibt bald ein neues Charity-Event. 7 Days to Charity Teil 3. Im September wird es losgehen. Es wird dazu natürlich noch einen konkreten Termin geben. Es wird noch einen konkreten Trailer geben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, im September gibt es ein neues Event. Aber immer diese komischen Tools, dass ich mich da mal verklick. Oh, ey. So. So. Ich würde auch sagen, wir machen gleich. Ich werde mal kurz in die Mine gehen. Huch.
Und dann gucken wir nochmal kurz, ob wir vielleicht irgendwas Besseres an Waffen noch herstellen können oder an Tools. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns auch mal so langsam ins Raumschiff. Weil ich würde dann doch noch ganz gerne mal so ein, zwei Ründchen No Man's Sky zocken, zumal ich da schon was gelesen habe, was mich besonders interessiert. Was nachher auch für unsere Units gut sein wird. Ich muss erstmal gucken, dass wir hier mal wieder so eine kleine Fackel uns bauen können. Craft 25, nö, ich glaube, wir machen erstmal 5. Was wir alles an Zeug dabei haben. Haben wir überhaupt noch Platz? Noch ein bisschen Platz haben wir schon noch. So. Hier werde ich mal ein bisschen Feuer machen. Ach guck mal, da können wir ja auch gleich mal ein bisschen was braten hier. Split. Machen wir 5. Und dann können wir gleich das andere gleich anbraten hier. Aber wir haben gar kein Fleisch mehr dabei, wa? Wir hatten doch immer Fleisch dabei. Hopp. Ist alles schon wieder weg? Ach ne, das ist da unten alles. Oh, ich kann mich auch nicht dran gewöhnen. Was ist das hier eigentlich? Large Boar Bladder. It's watertight. Ach so, da kann man. Ach so. Da kann man Wasser drin sammeln, sozusagen, ja? So. 2, 4, 6. Ja, dann holen wir uns auch erstmal ein bisschen Material. Hier war doch eben noch. Auch schon wieder alles weg. Da kriegt man ja nichts raus, ne? Haben die schon alles abgebaut, die Baggerluten? Sag mal. Global. Kann mir jemand Schaden an den Tieren machen oder schmiert der Server gerade ab? Wett. Ich teste das mal gerade. Ich kann. Nur eine verbuggte Stelle, alles klar. Also ich muss natürlich sagen, also ich finde das Spiel so als kleines Mini-Fazit schon ganz cool. Aber was ich natürlich schöner finden würde, wenn man so ein bisschen mehr zusammenspielt, was natürlich auch den Umstand geschuldet ist, dass ich ja auch einfach nur auf den Server gegangen bin und einfach ein bisschen mitgespielt. Aber witziger wäre das natürlich, wenn man hier so mit einer Gruppe von 20 Leuten spielen könnte. Huch. RMG. Ich hatte doch eben noch. Warum kann ich mit G keine Fackel mehr tragen? Was ist denn das? Kann ich das da unten mit reinziehen? Offhand. Muss ich da reinziehen? Kann ich da mehrere reinziehen? Okay. Jetzt geht's. Merkwürdig, dass er sich das nicht automatisch zieht. Das hat er vorher ja auch gemacht. Vielleicht macht das auch immer nur bei 2. Ich weiß es natürlich nicht. Mal wissen, was das hier für Kristalle sind. Die können wir doch später sicherlich auch noch abbauen. Aber hier ist nichts mehr, doch. Das haben sie alles abgebaut, die Baggerluten. Nüscht. Da wollte ich dem mal was Gutes tun, hier ein bisschen Material sammeln, was ist. Hier ist auch nichts mehr zu finden, schade eigentlich. Ach so, Mafiosi, ja, das tut mir natürlich leid. Solange das natürlich auch alles irgendwo ein gutes Ende nimmt, ne? Das ist natürlich immer so eine Sache. Krebs ist ein Arschloch, ja. Allerdings. Ich tendiere fast dazu, ich glaube, ich würde mal so langsam. Ich gehe mal so langsam in die Basis. Ich gucke mir noch mal ein, zwei Sachen an. Also, ich würde mal ganz gerne gucken,
was wir da noch machen können, herstellen können, dass wir vielleicht mal die Skills-Punkte, dass wir da vielleicht mal ein bisschen schauen. Aber wie ich schon sagte, also das Spiel ist an sich nicht schlecht, es hat eine Menge zu bieten, wie ich finde. Also der Content ist schon sehr, ist schon sehr viel Content vorhanden und es sieht auch gut aus, das Spiel. Conclave, Homeland, Outpost, Shields will fall in 10 minutes. Und ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, das Spiel. Man läuft natürlich jetzt hier gerade viel rum, man craftet viel, deswegen sage ich ja, es würde natürlich vielleicht noch Sinn machen, wenn man hier mit mehreren Spielern zusammen zockt. Wahrscheinlich würde es eh darauf hinauslaufen, dass du fünf, sechs Spieler in einem Clan hast und dass du dann halt als Clan innerhalb dieser einen Gruppe, dass du dann da halt spielst und agierst. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, weil du vor allem auch mit 4 oder 5 Leuten dann zusammen auch mal losziehen kannst. Oder dass du dann halt auch mal große Tiere erlegen kannst, dass du da nochmal vielleicht ein bisschen mehr skillen kannst und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt. Und das kann man, ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Es ist ja auch gerade eben erst als Early Access ja auch erst erschienen. Also von daher kann man, glaube ich, erwarten, dass da noch einiges kommen wird. Sag ich jetzt mal. So, dann gucken wir jetzt noch einmal kurz in die Skills rein. Achso, nee, in die Skills, das ging ja gar nicht. Da müssen wir ja hier rein, ne? Weiß nämlich ehrlich gesagt auch gar nicht, wie viele Punkte wir überhaupt haben. 6 von 5, da können wir also ein bisschen researchen. Potions und Salves. Maximal ein. Achso, okay. Superior. The Red Repeater. Weiß auch gar nicht, wofür die überhaupt gut sind. Lost Spirits. The spirits tend to hide in small plants and are seen only when you're to be seen. Ich weiß nicht, was wir da für einen Vorteil von haben, aber ich werde mal auf jeden Fall die Potions und Salves mal nehmen. So. Bronze Wall. Da haben wir sogar 8. Spiked Barricades finde ich insofern auch nicht schlecht. Trap Building. Finde ich auch nicht verkehrt. Trap Building finde ich auch nicht verkehrt. Trap Building. Oder Crossbows. Crossbows. Oder Trap Building finde ich auch nicht verkehrt. Sawmill. Sturdy Stone Cutter. Achso, guck mal, da können wir zum Beispiel erforschen, wie wir diese ganzen Werkbänke bauen. Oder hier die Spiked Barricades. Spiked Steel Barricades. Was haben wir hier? Reinforcement. Bronze Wall Brace. Trap Building. Wir machen mal das hier. Aber siehst du, man muss eigentlich anscheinend eine ganze Menge muss man hier farmen, um überhaupt diese ganzen Symbole, die ganzen Runen zu kriegen, wie es aussieht. 8,5, da können wir auch noch mal ein bisschen forschen. Was haben wir hier? Ammo Alternatives. Achso, das sind diese ganzen Alternativen. Okay, was haben wir hier noch? Stash Building. Storage. Hand Siege Tools. Finde ich auch nicht so schlecht. Personal Stone Cutter. Drei von fünf, okay, das lohnt sich also nicht. Research Progress. Ja, ist aber schön, Mafiosi, das so zu lesen, das finde ich echt gut. Umso besser, wenn es dann halt auch solche, wenn es auch solche Nachrichten gibt. Sawmill. Wolfang. Ich glaube, da können wir nicht mehr allzu viel draus machen. Gut, das Holz könnten wir natürlich noch. Ich glaube, das werden wir nochmal machen. Wir werden vielleicht mal hier den ganzen Kram, den wir so haben, mal hier so reinschmeißen. Lass mich hier mal das ganze Holz mal reinschmeißen, dass wir da so ein bisschen dran arbeiten können. Auch das können wir jetzt mal reinschmeißen. Crafting, da geht auch Stahl raus.
Weapons Rack. Ja, wie gesagt, das möchte ich eigentlich ungern rausnehmen hier. Ich will dann lieber noch ein bisschen Material sammeln. Lieber noch ein bisschen Material sammeln, passt das? Was haben wir hier noch dran? Wolfhead. Okay. Das ist ein normales Storage hier anscheinend. Boarhead. Stonefire offen. Ach, guck mal, hier kann man Essen machen. Okay. Roasts. Venom Sack. Guck mal, hier sind noch die ganzen Tränke dran. Aber auch sehr viel Verrottetes. Constructions Table. Haben sie also alles nochmal gelagert hier. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle logge ich mich erstmal aus. Konklave Homeland, das müssen wir uns mal ein bisschen mit befassen. Konklave Homelands, wo das nun ist, weil das kann ja eigentlich nicht mehr das sein, was wir noch vor ein paar Minuten oder was ich vor einer halben Stunde gesehen haben. Das muss ja was anderes sein. Konklave Homeland, ob das eine andere Basis ist? Da oben steht jetzt zum Beispiel Tenta-Konklave. Ich weiß nicht, ob dann Konklave einfach nur für Fraktion steht. Können wir allerdings auch gleich nochmal im Hauptmenü gleich nochmal gucken. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle gucken wir tatsächlich mal ins Menü. Wir loggen uns erstmal aus. So, Find Server, Options, Credits. Da gehe ich nochmal kurz rein.